Stimmt, du hast auch ja, du hast die Eisenspitzhacke dabei. Wenn du irgendwo hier Kohle siehst, dann darfst du noch Kohle abbauen. Zwischendurch. Brauchen wir dringend? Davon haben wir. Ja, also nicht so super, super dringend, aber Dann baue ich es nicht ab. es neigt sich langsam dem Ende. Ich klumpe doch nicht mein Inventar mit Kohle zu, wenn wir sie nicht brauchen. Dann gibst du mir, weil ich glaube, ich habe Nein. sogar auch schon da was geskillt, was dass ich mehr Ressourcen bekomme, wenn ich die abbaue. Naja, der dreht da hinten durch. Das ist okay. Etwas nicht brauchen, gibt es das? Ja, solange mein Inventar begrenzt ist, ja, oder was heißt, begrenzt wird es immer sein, aber so Grundressourcen, die ich hier eigentlich direkt vor Ort habe, die würde ich jetzt nicht unbedingt immer gleich abbauen und damit rumrennen. Die kann ich dann wirklich holen, wenn ich sie wirklich brauche. Ansonsten schleppe ich die nur unnötig rum. Wenn ich irgendwo looten gehe, habe ich ein volles Inventar und kann nichts mitnehmen. Und schmeiße es am Ende eh wieder raus. Von daher macht es eher Sinn, wenn ich looten gehe, das Inventar so leer wie möglich zu halten. Unglaublich, ey. Ja, macht ja keinen Sinn. Was soll ich Kohle abbauen und dann irgendwo hinlaufen? Ein Inventarplatz weniger, mindestens mal. Nein. Kohle kannst du. Also ich habe die Stackgröße noch nicht gefunden. Ja, aber es ist trotzdem ein Inventarplatz weniger. Ja, aber es ist ja auch ein nützliches. Weißt, wir sind nicht in Satisfactory, wo wir Sachen einfach nur horten. In Massen. Ja, aber du hast hier auch mehr oder minder unbegrenzte Stackgrößen. Ja, aber wie gesagt, Zumindest wenn ich bei looten so gehe, vielen rohen Ressourcen. ich kann ja meistens sowieso schon den ganzen Loot nicht mitnehmen, wenn ich irgendwie ein Haus durchsuche. Hier muss ja nicht immer alles so. Ich kann auch alles liegen lassen und dann halt mit Holz und Kohle wiederkommen. Das bringt uns halt nur Hier nicht ist sehr viel. jeweils nur ein Inventarplatz. An Holz und Kohle wird es nicht scheitern. Ja, aber das habe ich auch direkt vor der Haustür. Oh Mann. Bin schon wieder hungrig, das gibt's doch nicht. Ja, du musst eigentlich immer, wenn du was isst, musst du relativ viel essen, damit du so ein bisschen Ruhe hast. Sonst hast du nur so Kurzruhe. Ich denke mal, dass deine Hungerleiste irgendwie 100 Punkte oder so hat. Keine Ahnung. Ja, Eigentlich und wenn du skill ich schon die halt ganze Zeit den eisernen vieles. Magen. Vieles Essen gibt halt irgendwie nur so so 5 bis 10 Essenspunkte. Dann ist das halt. Ich glaube, weil ich die ganze Zeit kämpfe. Wenn ich kämpfe mit der Dings, Schlagwaffen und sowas, verbrauche ich, glaube ich, relativ viel Essen. Ja, das ist auch möglich. Du hattest ja das Problem, wo du die ganze Zeit Ding abgebaut hast, Steine und so, dass du permanent Durst hattest. Was einfach daran liegt, Ja. dass du da die ganze Zeit auf irgendwas Hey! eingehackt hast. Ja, beruhig dich. Mann, warum sind wir denn mitten in der Nacht losgelaufen? Hey, hau ab! Geh weg! Verpiss dich! Junge, hey! Mein Gott, ey. Da kommt der Nächste. Au. Lasst mich doch alle in Ruhe looten. Hau ab! Ich hab gesagt, geh weg! Nein! Ich will nicht chatten! Ich hab fette Finger! Warte, sie jetzt gerade über die Schlange her? Tatsache, habe ich noch nie gesehen.
Schmeckt's denn? Hilfe, wie weit bist du denn noch weg? Ich renne dir schon entgegen. Dazu hätte ich gern Untertitel. Hallo, ich bin gleich tot. Ich könnte Hilfe gebrauchen, Betty. Was soll ich denn machen? Ja, schneller sein. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ja, ich beim Drop war ich gerade. Ja, jetzt ist er da, nachdem ich gestorben bin. Ja, du stirbst immer. Das ist das Problem. Was für immer? Ja, du gehst irgendwo hin und stirbst. Ja, ich dachte, wir laufen da jetzt gerade gemeinsam hin zu dem Drop. Ja, ich laufe ja auch dahin. Ja, aber warum war ich dann so 6 Jahre schneller? Ja, weil ich nicht renne. Weil ich permanent Hunger habe. Wenn ich jetzt renne, wird mein Hunger noch größer. So, wo laufen wir eigentlich hin? Ja, den Drop habe ich gerade eben schon eingesammelt. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich denn da überhaupt bekommen habe. Ich lauf mal den Weg lang. Halt, stopp, hier sind Magazin- und Bücherbündel. Was haben wir denn hier? Oh! Warte, was haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, was für dich. Oh, ich kann wieder einen Punkt vergeben, sehe ich gerade. Moment, Moment. Jetzt sammel die Bücher ein, bevor die weg sind. Wie der Reparaturkit gerade eben. Eisen am Eier geht nicht, toll. Heilfaktor. Das geht. Dann machen wir das. So. Die hast du jetzt eingesammelt, oder? Ja. Gut. Ja, jetzt können wir nämlich dann die Eisenwerkzeuge machen. Das stimmt, ja. Eisenspitzhacke, Eisenschaufel und die Feuerwehraxt. Das Mensch, den man hier eigentlich noch hört, einen Namen. Ja, du kannst mich Physics oder Pfeiffer nennen. Was ist das denn noch? Wolltest du die Quest jetzt machen, oder? Ja, ich guck grad noch, was ich hier sonst noch für Hefte gefunden habe. Oh, Pilze. So, was haben wir hier noch Schönes? So ein bisschen Loot, okay. Wie war das? Du wolltest irgendwie mit Speeren das lernen, ne? Ja, da habe ich halt auch meiste schon drinne. Also es macht Sinn, wenn ich das weitermache. Ja, so, wo bist du? Technikheft. Boah. Hinter dir. Moment, ich habe ein Heft für dich. Mhm. Hier Technik. Und... Ah, selbstgebautes Maschinengewehr, da ist deins, was du hast, besser, glaube ich. Ne, das ist ja auch dieses selbstgebaute Ding. Ja, du hast ein Gewehr, ne? Kein Maschinengewehr. Ne, ich habe ja einmal hier dieses SMG oder was das ist, was du mir immer gebastelt hast, und halt jetzt einmal dieses Jagdgewehr. Okay. Das Einzige, was darin so ein bisschen unpraktisch ist, das macht zwar viel Schaden, aber ich muss dann auch treffen, weil das hat nur einen Schuss halt immer drin. Ich hätte auch noch einen Holzknüppel Stufe 4. Aber geile Dynamik. Pfeil macht Stress. Hebt die Bücher auf, bevor die wieder weg sind. Penny. Oh, ich kann Punkte verteilen. Verbringt erstmal 5 Minuten im Menü.
Ja. Ja, warum Stress Genauso fühle morgen? ich mich immer. Sehe ich gar nicht ein. So, in welche Richtung ist die Quest? Wir laufen genau falsch. Da müssen wir hin. Deine Quest. Lauf dahin, komm. Mach, du schaffst das. Schubs dich in die Mine und warte. Guck, bis du warte, bis du Mitten in rauskommst. der Nacht. Ja, jetzt aber. Herausforderung. Ich wollte jetzt hier nicht die ganze Zeit sterben. Ich wollte mir keinen Todesmalus reinholen. Ach, ihr versüßt mir den Tag, danke euch, dass ihr hier seid. Ja, ich habe zu danken, dass ihr alle Gerne. zuguckt. Mache ich jetzt auch mal deine Taktik, damit wir hier noch zusammen unterwegs bleiben? Jamila, wie läuft's? Von dir kriegt man gar nichts mehr mit. Du sollst essen. Sehr gut. Wenn wir wiederkommen, ist da so 5-Gänge-Menü aufgetischt. Ja, ich habe jetzt auch so. Ich habe hier einmal so einen Eintopf. Da habe ich irgendwie noch Kaffee da in dem Dingens gefunden und halt die ganzen Hefte. Das war in dem Drop drin, also der war eigentlich ganz in Ordnung. So, wenn wir zurück sind, mache ich uns auf jeden Fall die Eisenwerkzeuge. Dass wir alle Eisenwerkzeuge haben, dann sind wir auch schneller beim Looten. Da könnte Jamila eventuell schon mal, wenn sie gerade zu Hause ist, die Schmiede einmal anschmeißen, dass sie irgendwie so, was weiß ich, 10, 15, 20 von den Barren machst. Von den Eisenbarren. Hier vorne in dem Auto ist ein Fahrzeugheft unter anderem. Okay, ich hol's gleich, Moment. Was ist ein Was haben wir Dingens? hier Was nehme noch? ich mal mit? Ja. Ich brauche eine Ja, ich habe Lampe das oder Heft in dem Auto irgendwas. gelassen. Ich brauche eine Taschenlampe oder irgendwas. Oh, Hundi! Dachte, ich So. könnte jetzt hier einen Hund streicheln. Wer ist wieder Also der schreiend hatte davon schon. gerannt? Nein. Nicht. Patty, du hörst so schnell nicht wieder auf zu streamen, oder? Nee, also jetzt, wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen auf. So, sehen wir sonst noch irgendwas? Komm, hier ist noch ein bisschen Gepäck. Ein schönes Flanellhemd drin. Was? Da bricht der Alert direkt ab. Und ruckelt. Da, danke, Blumana, danke, danke, danke. Sub so groß, da bricht er erstmal ab. Da kommt der Alert nicht mehr mit. Vielen, vielen Dank. Wow. Nee, ich werde auf jeden Fall regelmäßig streamen. Wie gesagt, kann sein, in den Spätschichtwochen ist immer ein bisschen knifflig. Da kann es sein, dass ich dann morgens streamen muss, aber ansonsten eigentlich immer abends. So, genau, wir können weiter in die Richtung. Oh, wir sind sogar schon hier. Das ist ja praktisch. Vielen, vielen Dank. So, ja, du musst die, Du glaube ich, musst mal annehmen, oder? irgendwo hier hinter mich laufen, weil sonst kann ich die Quest nicht starten. So, jetzt kann ich die starten. So. Wir müssen ein paar Zombies, meine ich, töten. Ich glaube, das ist die gleiche Quest, die wir schon mal gemacht haben. Bis Juni bin ich da, egal wann. Ja, das ist schon mal eine gute Zeit dann. Eine gute Zeitspanne. Ich kann Pilze sammeln. Jamila, brauchst du Pilze für irgendein Rezept? Ja, okay. Dann sammle ich mal welche schnell. Hey! Der kam runtergefallen. Könntest du dich bitte um die kümmern? Ich möchte Pilze sammeln.
Ja, ich bin dabei. Aber der ist auf einmal vor mir einfach so im Gesicht gelandet. Ich hänge hier im Balken fest. Warte. Ich klopf dich raus. Ich weiß nicht, wie ich hier reingekommen bin. Wie habe ich das gemacht? Das Spiel. Das ist halt Mysterium des Spiels. Ich höre einen Zombie. Danke. Bitte sehr. Ja, den habe ich auch schon gehört. Ich hatte jetzt mal gehofft, dass er in der Zeit mich dann nicht angreift. Ja gut, schießen hätte ich können. Ich bin nur nicht aus dem Balken gekommen. Wie auch immer ich da reingekommen bin. Da hatte ich auch mal drauf gehofft, dass du das dann machst. Nee, ich hätte einfach drauf hingewiesen. Ey du, da kommt ein Zombie. Der beißt dich. Guck mal, der schlägt auf dich ein. Wehr dich doch mal. Mach mal. Das Ding ist, das hätte ich auch gemacht, einfach weil ich panisch geworden wäre. Oh. Ich habe noch nicht nachgeladen. Oh, und jetzt werde ich hier Ja, ich kenne das Problem gerade, so ein bisschen. Ich wollte jetzt keinen Dreier haben. Ich sehe nix. Gott, ich bin blind. Ein Zombie hat mir mein Augenlicht genommen, ich sehe nix mehr. Das war's. Naja, mal kurz meinen Rucksack wiederholen. Was? Ist doch schon wieder viel zu knapp. Oh, die hat eine Tasche fallen gelassen. Warum kommt jetzt der Alert-Sound? Habe ich was verpasst? Jetzt kam der Alert Sound. Gefühlt Stunden später. Mann. Technik, die begeistert. Die Pilze überlasse ich mal dir hier gerade. Ja. Guck mal, was ich sonst noch so auf meinen Wegen finde. Ja, hier geht's runter. Waren da noch Zombies jetzt, oder? Ja, hier sind noch welche, so ist nicht. Ich weiß halt nicht mal, wo mein dämlicher Rucksack liegt. Verdammt. Da unten. Ja, da liegt er gut. Ah, das war nicht gut für meinen... Ja, da hast du aber auch... Da ist ein Hase! Glaube ich, ein bisschen... Ich sollte mal meine Waffen nachladen, würde ich sagen. Och nein, sag mir jetzt nicht, dass er die Quest abgebrochen hat, weil ich gestorben bin. Hase wo? Das ist jetzt der Eingang zu der Mine. Ach Mann. Ja, Hase, könntest du mal kurz, ganz kurz stillhalten, bitte? Hallo? Was war eine Shotgun? Ja, aber der zappelt so. Was soll ich machen? Der ist ganz nervös, ich weiß nicht warum. Siehst du, jetzt hab ich daneben geschossen. Da ist der Mine. Och nö, der hat jetzt wirklich die Quest dafür abgebrochen. Du bist kein Hase. Und du auch nicht. Ich sehe dich zwar da unten, aber ich kann dir gerade relativ wenig helfen, weil ich halt absolut nichts habe. Schmeiß mir was zu essen runter. Ich hab nichts. Mein Zeug ist da woanders. Ich lebe jetzt hier. Hallo, Sir. Als wenn ich den echt daneben gesetzt habe. Oh Mann. Dieser Hase. Bin ich auch den. Ich hab doch hier den Hasenstreichler. Den Hasenstreichler 3000. Komm her.
Wieso bist du nicht umgefallen bei einem Headshot? Was soll das? Ups. Ja, top. Ich gehe da mal eben zum Händler und hol mir mal die Quest nochmal wieder, ne? Hast du die jetzt nicht mehr, oder was? Nö, weil ich gestorben bin. Und deswegen dann beim Respawn außerhalb des Radius gewesen bin dann. Okay. Problem ist, ich habe jetzt noch 3 ganze Schuss mit der... mit meiner Waffe. Gut, ich habe noch ein paar was für die Pistole. Und dann halt noch meinen Bogen. Also ich schicke dich jetzt gleich vor die ganze Zeit, keine Angst. Du bist jetzt gleich mein Kanonenfutter. Ey, ich habe noch 5 Minuten verstauchtes Bein, ne? Oder gebrochenes. Ja. Umso besser. Dann schützen sie sich nämlich direkt auf dich und wenn du dann... Selbst bei den Pilzen oder daneben. Ja, das schaffe nur ich. Wenn du dann die ganze Zeit da bist und die schön aufhältst, dann kann ich die einfach schön alle abschießen. Ey, auch mit dir. Wer röchelt hier? Ich sehe nichts. Es ist so dunkel hier oben. Au! Ich habe mir mal irgendwann das Gamma deswegen mal hochgestellt. Das ist Cheaten. Weil das wirklich so dunkel war, dass ich einfach nichts gesehen habe. Ist er hin? Nee, der zappelt noch. Der Händler hat noch zu oder was? Ich krieg zu viel. Der müsste gleich aufmachen. Mann. Ich stehe vor der Tür, möchte rein. Und ich kann nicht. Fang an zu arbeiten, du faules Stück Scheiße. Hey. So. Hier ist aber auch nichts mehr. Ah, hier muss ich rüberspringen, ne? Hup. So. Mal hier. Oh, immer diese blöden Pfeile, die kein Mensch braucht, diese Armbrustbolzen. Boah, was ist das denn? Das Ding ist, wir haben sogar mal irgendwann eine Armbrust eingesammelt. Schlagabwehr, oh, die behalte ich. Die rück ich nicht raus. Wir haben sogar mal irgendwann eine Armbrust eingesammelt. Also. Stimmt. Die liegt zu Hause irgendwo. Ich glaube, die habe ich erst einsortiert. Ja. Das heißt, wir können die jetzt sogar benutzen. Vor allem, glaube ich, macht die sogar auch mehr Schaden, die Armbrust. Also, und hat eigentlich keine Nachteile dem Bogen gegenüber. Ich weiß, das ergibt sogar Sinn, das zu tun, aber... Schusswaffen hast du gelevelt, ne? Warte, ich glaube... Dann lass ich dir das heftig hier so... Ja, genau, Schusswaffen war... Wenn ich was sehen würde, wäre so ein bisschen echt gut, aber... So ist schwierig. Du kannst auch andere Quests annehmen, du musst nicht die in der Mine annehmen, ne? Das ist jetzt hier nicht die... Ich muss erstmal beim Händler rein dürfen. Um 6 Uhr fängt er immer noch nicht an zu arbeiten. Mein Gott. Wann macht der denn auf? Ah. Um 6.05 Uhr, danke. Und zerfetzt mir dabei mein Trommelfell, weil ich direkt neben dem Ding stehe. Ja, wie komme ich jetzt da runter, ohne mir die Haxen zu brechen? Hast du irgendwelche Jobs? Da. Hier Zombies. Ah, guck mal, das ist jetzt sogar woanders, gar nicht in der Mine. Was hat er denn so? Was hat er an Büchern? Er hat ein Fahrzeugheft, hat er. Was für Gewehre. Aber nichts für die Werkbank, ne? Nö. Schade.
sehe nichts. Ich muss hier irgendwie Licht machen. Ich sehe hier nicht, wo ich hinlaufe. Wie kann ich die eigentlich benutzen? Reduziert Fallschaden, da hätte ich voll Bock drauf. Warte mal. Du wolltest doch eine Taschenlampe oder so, ne? Das verkauft der Händler gerade für 600. Verändern. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wert. So geht das. Nice. Was, eine Und für Taschenlampe? 2000, ja, und für 2000 verkauft er dir auch einen Fahrradlenker. Ach, das ist ein Knife-Guy, das ist gar keine Waffe, das ist hier Ding, Messer. Messer skillst du nicht, ne? Nö. Ja, dann mache ich das. Glaube nicht. Ich kann das gar nicht benutzen, warum auch immer. Egal. Wo haben wir denn Blades? Ja, ich habe da zwei drin, aber ich weiß nicht, ob. Ah, jetzt ist auch heller. Mittlerweile. Okay, dann sehe ich wenigstens, wie ich hier rauskomme. Mittlerweile ist 7 Uhr. Also. Könnte man auch manchmal jetzt so erwarten. So. Bin wieder auf dem Weg sogar in deine Richtung. Also. Ja, ich guck gleich mal, wo ich hinlaufe. Immer dieselben Spots ablaufen, ist ein bisschen langweilig. Also die Quest ist jetzt nicht wieder in der Mine, die ist jetzt ein bisschen woanders. Wir müssen sogar... Ah, liegt genau zwischen Jamila und uns. So. Aber das Ding hier blinkt immer noch. Ja? Ist das du die Quest oder was? Säubere das Gebiet steht hier bei mir. Ja. Ja, dann komme ich mal mit. Und dann machen wir jetzt das hier. Ja, einmal muss nicht. Ich schaffe das auch alleine. Noch die so viel ist hier nicht los. Beziehungsweise. Also, das jetzt hier alles so wieder doch, also der im Käfig ist jetzt auch wieder alles heile. Also, das Zeug wieder alles gespawnt hier. Ich hätte jetzt mal gedacht, dass das jetzt alles wieder da ist. Na guck mal, da ist nämlich Exhibit 1. Wieso steht der wieder auf, wenn der... Na, ich würde helfen, aber da du immer um die Zombies rumtanzt, kann ich nicht schießen. Sonst schieße ich auf dich. Ich wusste auch nicht, dass einer hinter mir steht. Normalerweise stehe ich nur eher neben dir oder sogar hinter dir. Ah, da kommt einer aus der Wand. Auch nicht schlecht. Wie hat er nicht getroffen, der Fall? Also man merke sich, man sollte diese Quests nicht alleine nachts machen. Ja, jetzt aber. Also die Mine ist wirklich eine keine so stressige Quest. Die ist echt nicht schlimm. Ja, habe ich gemerkt. Also ich mache die alleine normalerweise. Die ist jetzt nicht so dramatisch. Entschuldigung, du 73 Dive Pro. Und den ganzen Loot lässt er auch liegen.